Problem beim Lernen ist nämlich, also um es ganz auf den Punkt zu bringen, dass irgendwie jeder es kann, auch das kleinste Kind, gerade eben erst geboren, kann lernen, aber auch der klügste Wissenschaftler, die klügste Wissenschaftlerin, kann wirklich nicht umfänglich erklären, wie Lernen geschieht. Und aus dieser Not heraus gibt es Theorien über das Lernen, das heißt also Erklärungen, Erklärungsmuster, Modelle, wie Lernen funktionieren könnte. Und Sie werden gleich sehen, je nachdem aus welchen unterschiedlichen Richtungen diese Erkenntnisse, diese Modelle kommen, diese Erklärung, fallen diese entsprechend unterschiedlich aus. Haben aber, und das ist das Interessante, alle eine Relevanz für uns. Für diejenigen, die sich mit Mediendidaktik beschäftigen wollen. Und da muss man zunächst mal festhalten, dass wenn es um Lernen geht, das Lernen in der Schule eigentlich nur, oder auch in pädagogischen Institutionen, eigentlich nur ein Teilbereich des Lernens ist. Der viel größere Bereich des Lernens, der ist angesiedelt da, womit wir uns schon im Rahmen von Sozialisationstheorien beschäftigt haben, nämlich wenn es darum geht, um das Person-Umwelt-Verhältnis, um die Person-Umwelt-Interaktion. Da findet im Wesentlichen Lernen statt. Sie erinnern sich an die dritte Veranstaltung, in der es um Sozialisationstheorien ging, da ging es um die Thesen von Klaus Hogelmann unter anderem. Und da ging es auch darum, wie wird ein Mensch zu einem Teil einer Gesellschaft und wie entwickelt sich Gesellschaft auf der Grundlage menschlichen Handelns. Dieses Wechselspiel, das ist eben auch ein Lernprozess. Und das ist, wenn es um das Lernen geht oder um Lernmodelle, ist das sehr zentral, während das Lernen in der Schule dann nur ein Teilbereich davon. Es gibt aber doch einen Unterschied, wenn man an das Lernen in der Schule denkt und an das Lernen, das in Sozialisationskontexten stattfindet. Kann jemand diesen Unterschied benennen? Da gibt es einen schönen Begriff, der das auf den Punkt bringt. Kennt ihr jemand? Übrigens ein ähnlicher Begriff, wenn wir Erziehung und Sozialisation voneinander unterscheiden. Also Erziehung findet intentional statt. Erziehung ist also etwas Absichtsvolles, während Sozialisation auch Erziehung und damit was Intentionales enthält, aber eben im Wesentlichen so passiert. Ja, nebenbei. Und genau hier könnte man auch zumindest einen entscheidenden Unterschied feststellen, nämlich, dass das Lernen in der Schule intentional ist. Vornehmlich intentional. Jetzt wieder die Spitzfindigen unter Ihnen. Ist das Lernen in der Schule ausschließlich intentional? Und wenn nein, warum nicht? Weiß es jemand? Und natürlich noch weitere, die nicht unbedingt in den Lehr- und Lernplänen stecken oder in den Bildungsplänen. Also das nur mal zur Unterscheidung, um so einen weiteren Begriff schon mal gehört zu haben. Lernen, wenn man das jetzt wirklich so ein ganz allgemeines Verständnis bringt, wird als Resultat, also als Folge von auf definierte Umweltreize. Vorgaben sein, Anregungen oder auch Begrenzungen. All das spielt eine Rolle. Und Ziel ist dabei, gerade wenn man jetzt an Sozialisation denkt, die Anpassung an gegebene soziale Strukturen. Unter anderem auch, kann auch passieren durch Nachahmung anderer Menschen. Und ein Begriff, der Ihnen im Kontext von den Lerntheorien immer wieder begegnen wird, ist der Begriff der Interaktion.
Und die Annahme, das haben fast alle Lerntheorien so gemein, die Annahme dahinter ist, dass die Interaktion zwischen Umwelt und Person zu einer Ausprägung von Verhaltensweisen führt und dann entsprechend weitere Handlungskompetenzen nach sich zieht. Der soziologische und der pädagogische Begriff der Interaktion wird dann, kann man sagen, so als ist ein wechselseitiges Handeln, so kann man das übersetzen. Einer oder mehrere Personen. Man könnte also sagen dann, durch wechselseitiges Handeln werden Handlungskompetenzen und Verhaltensweisen ausgeprägt. Man könnte auch sagen, so ein bisschen vereinfacht, wir machen etwas und wenn wir Erfolg damit haben, dann machen wir es weiter. Also wir übernehmen diese Handlungsweise. Und das eigentlich, wenn man es mal wirklich ganz stark runterbricht, ist im Kern schon die Lernphase. Aber eben stark runtergebrochen. Jetzt können wir uns noch zumindest in der Übersicht die Lerntheorien mal kurz anschauen. Ich habe Ihnen da mal so die wesentlichen Strömungen aufgezählt. Das ist Reizreaktionslernen, instrumentelles Lernen, sozial-kognitivistische Lerntheorie und die konstruktivistische Lerntheorie. Und dazwischen gab es immer entsprechende Wenden. Waren so Momente, in denen sich die Vorstellung gerade der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit diesen Themen beschäftigt haben, gewandelt haben. Das heißt aber nicht, dass dieser Wandel die Erkenntnisse abgelöst hätte, die aus den vorherigen Lernmodellen entstehen. Heute ist es so, dass gerade wenn es um didaktische Aspekte geht, zum Beispiel Hilbert Meyer rausholen, dann können Sie heute auch immer noch identifizieren, dass Unterrichtsmethoden, die ein eher behavioristisches Verständnis haben, bei dem man vielleicht heute eher sagen würde, so wollen wir eigentlich nicht, also sozusagen das passt nicht zu unserer Lehrerinnen und Lehrerrolle, ich zeige Ihnen gleich sozusagen, wie das im Verhältnis steht, aber die trotzdem eben funktionieren. Es gibt viele Beispiele, weil ich gesagt habe, wir wollen sozusagen auf der Überblicksebene bleiben, sozusagen nicht auf die Ebene der Beispiele. Ein bisschen klarer wird es, wenn ich Ihnen die weitere, wenn ich Ihnen sozusagen die Grundströmungen mal in Bezug setze auf das didaktische Dreieck, das ich Ihnen gerade gezeigt habe. Und da wäre nämlich die behavioristische Perspektive eher, setzt eher den Fokus auf die Lehrperson, auf die Lehrerin oder den Lehrer, währenddessen die konstruktivistische Perspektive den Fokus eher auf die Schülerin, auf den Schüler setzt. Sie finden das in der Literatur zum Beispiel auch unter dem Begriff des Shift from Teaching to Learning. Also hier haben wir das Teaching zentral und hier haben wir das Learning. Bei der einen Perspektive geht es darum, wie muss ich lehren und auf der anderen Perspektive geht es darum, also mit der Sichtweise der Schülerin, des Schülers gedacht, also sozusagen wir versetzen uns in die Perspektive der Schülerin, des Schülers und überlegen aus ihrer oder seiner Perspektive, wie müsste der Lerngegenstand für mich aufgreifen. Das heißt, hier geht es eher um Performance und hier geht es eher um sozusagen, wie werden Inhalte auch dargeboten. Sie sehen, das heißt also aus einer wenig didaktischen Perspektive ist gerade so der konstruktivistische Ansatz besonders interessant. Kurz nochmal zum Hinweis, um zumindest so diese Begriffe auch besser einordnen zu können, falls Sie die Lerntheorien in der Psychologie noch nicht gehabt haben. Da muss man sagen, die behavioristischen Lerntheorien entstanden dadurch, dass sich Menschen, die sich mit, also im Wesentlichen waren das US-Amerikaner, die geforscht haben über Verhalten, die sich interessiert haben, über Verhaltensbeobachtungen herauszufinden, wie Lernen funktioniert. Deswegen heißt es auch Behaviorismus, ja, als englischer Begriff für Verhalten. Also die haben im Prinzip Menschen beobachtet und haben aus diesen Beobachtungen geschlossen, wie Lernen funktioniert. Und dann gab es die Kognitivisten, die haben sich im Wesentlichen dafür interessiert, für den Prozess selbst. Also das wird, wenn Sie Literatur dazu finden, wird es in den Lerntheorien wird es plötzlich sehr, sehr technisch. Es werden Begriffe verwendet aus der
die sie sehr an so Computertechnik erinnern, die den Menschen, auch das Gehirn mit dem Computer vergleichen und die das sehr technisch angehen. Also es gibt unterschiedliche Theorien wie die Cognitive Load Theory und solche Dinge, die heute im Wesentlichen widerlegt sind, aber die durchaus noch interessant sind. Zumindest in mediendidaktischen Konzepten. Und dann gibt es die konstruktivistische Perspektive, die eben sozusagen sagt, wir schütteln das, sagen wir, schütteln diese Verhaltensbeobachtung von uns, wir möchten es gerne sehen aus dem Blickfeld des Lernens oder der Lernen. Weil Sie das in der Psychologie noch sich genauer anschauen, würde ich sagen, lassen wir das mal so stehen. Auch wohl wissend, dass durchaus noch einige Fragezeichen bei Ihnen sind. Es wird noch ein bisschen klarer, oder Sie bekommen, glaube ich, ein etwas besseres Bild noch davon, wenn ich Ihnen diese Folie noch zeige. Denn diese bricht das jetzt wieder etwas runter, nämlich für den jeweiligen Unterrichtskontext, für die Schule. Wenn wir nämlich jetzt diese Lerntheorien grob einteilen würden, und zwar in Bezug auf die Art, wie Wissen verarbeitet wird und die Strategie, in Anführungszeichen, auch die Lehrerinnen- und Lehrerrolle, also welche Rolle kommt uns zu nach diesem Verständnis, dann wird es nochmal ein bisschen klarer, glaube ich. Und zwar im Behaviorismus ist es so, da geht es im Wesentlichen darum, dass Wissen irgendwo hingebracht wird, ja, was dann idealerweise von den Schülern aufgenommen wird. Und da geht es natürlich, die Strategie ist, ich bringe etwas bei, im wahrsten Sinne des Wortes. Übrigens, das ist auch ein Begriff, der aus dieser Zeit kommt. Ich bringe etwas bei. Also Wissen wird abgelagert, beigebracht. Aber es sagt nur nichts darüber aus, was tatsächlich dann noch ankommt. Und die Rolle ist natürlich in dem Moment, muss sie sein, weil sonst funktioniert das natürlich nicht, ist, dass die Lehrerin, der Lehrer die Autorität darstellt. Kann man aus heutiger Sicht sagen, wollen wir diese Rolle? Ist diese noch reizvoll? Ist diese noch aktuell? Können wir uns gleich mal fragen. Im Kognitivismus geht es ja im Wesentlichen um die Verarbeitung von Wissen, also um den Prozess. Ja? Da ist dann im Wesentlichen die Strategie beobachten und Hilfestellung geben. Und die Lehrerin, der Lehrer ist Tutorin oder Tutor. Und hier geht es darum, bei dem konstruktivistischen Ansatz eine Konstruktion zu ermöglichen von Wissen. Es geht um Kooperation herzustellen, Kommunikation zu ermöglichen. Und die Lehrerin und der Lehrer versteht sich dann entsprechend eher so als Coach, also als diejenige oder derjenige, der sozusagen das Umfeld schafft und sozusagen anspricht.